Ach komm. Asia Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. Solange ich es beim Kochen nicht total verbocke. Ja, wo finde ich jetzt das ganze Zeug dafür? Ich habe jetzt Asia-Pfanne ausgewählt, weil ich meine, sie mag den Typen ja auch und bla bla bla. Und bevor wir da jetzt Pizza bestellen, was auf jeden Fall meine zweite Wahl gewesen wäre, machen wir halt diese Asia-Pfanne. Danke, Aiden. So, das Ganze muss jetzt noch in die Pfanne. So weit, so gut. Nun zum Wok. Oder ein Wok, was auch immer. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Shit. Oh fuck, ich laufe komplett falsch. Wo ist denn die Tür? Nein. Ach, da. Hier haben sie sich mal Ich muss noch umgezogen. fertig kochen. Ich sollte mich. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Ach, die Stühle kann man da stehen lassen. Sieht okay aus. Ich glaube, Aiden hat an der Tür geklingelt. Einfach nur, um uns Zeit zu rauben. Ingwer gilt ja als Aphrodisiakum. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber warum nicht? Ich kann echt jede Hilfe gebrauchen. Mehr brauchen wir nicht. Okay, und den Sarg hinzufügen. Langsam macht mir das Kochen Spaß. Ryan, du wirst es lieben. Ja. Jetzt können wir noch die Sauerei wegmachen.
klar, wir brauchen noch Teller. Und anschließend sollten wir uns auch mal umziehen, weil, ich weiß nicht. Gut, ich meine, so können wir auch essen, aber für so ein Date zu Hause würde ich nicht machen. Okay, wir machen eine gute Viertelstunde. Weiß nicht, mit dem Essen können wir anscheinend nichts mehr machen. Schade. Dann. Würde ich sagen, ziehen wir uns kurz um. Ach, da. Ich depp. Hab ich Zeit, noch unter die Dusche zu springen? Shit. Falsch gedrückt. Ich an. Gut, Dusche doch übersprungen. Wir ziehen was Cooles an. Oh, hey Ryan. Ja, ach weißt du, ich hab nur alte Sachen an, weil ich bin cool. Ganz cool. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich meine, was soll es bringen, mich dem Kerl gleich an den Hals zu werfen? Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Wie nett, Aiden. Danke, dass du den Spiegel kaputt gemacht hast. Ich finde, die Klamotten sehen doch okay aus. Okay, noch gute 5 Minuten. Aber was noch? Der Tisch ist nicht gedeckt. Ist das normal? Oder irgendwie muss sie doch ihre Teller haben und sowas. Da haben wir es doch. Wunderbar. Jetzt fehlen noch die Gläser. Oder Kerzen. Oh. Aha. Ja, das ist sehr witzig, Aiden. Wow, das ist sehr romantisch. Okay, es müsste eigentlich jederzeit an der Tür klingeln. Gläser hat sie jetzt nicht aufgestellt. Und was mit dem Essen? Lassen wir es jetzt permanent auf der Herdplatte stehen, oder? Oh. Wir haben schon 8:30. Scheint wohl was nicht zu stimmen, weil 8 Uhr hatten wir ausgemacht. So, ein bisschen Jazz. Ich frage mich, wo er bleibt. Was könnte noch fehlen? Weiß ich nicht. Ich denke mal, wir haben soweit alles. Also würde ich jetzt behaupten. Was hier in dem Schrank?
Nichts Wichtiges. An der Tür können wir nichts machen. Oh, da war noch was. Ah, die Steuerung. Bei jedem Kamerawechsel stimmt die Steuerung nicht mehr. Er scheint sich gerne zu verspäten. Ja gut, dann gehen wir halt nochmal ins Badezimmer. Okay. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch tun können. Ah. Da ist er endlich. Hat ja auch lang genug gedauert, bis er mal endlich hier eingetroffen ist. Ein bisschen zu spät, aber ist okay. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Okay. Okay. Setz dich doch hin. Ich hol das Ding für die Weinflasche. Das Ding für die Weinflasche. Ich glaube, sie meinen Korkenzieher. Cooles Apartment. Huh? Ja, danke. Aiden. Verfluchte Scheiße. Okay, Gläser haben wir, wunderbar. Jetzt nochmal zu Ryan. Soll ich hier aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Danke. Auf dein neues Apartment. Ups. So. Natürlich anstoßen. Wann bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt. Voll möbliert. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus. Etwas außerhalb. Ja, klein, aber ich habe einen Garten. Und stammst du von hier? Nein, nein. Das ist nichts. Das ist... Aiden macht Stress. Achte nicht drauf. Vergiss ihn. Ja. Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Brauchst du Hilfe? Nein, setz dich ruhig schon und mehr Wein wäre schön. Okay.